Index Card RPG von Runehammer. Nur eine Sammlung von coolen Ideen für Hausregeln oder ein eigenständiges System. Darüber wollen wir heute mal sprechen. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann lasst doch ein Like da, nehmt ein Abo mit, empfehlt uns weiter auf den sozialen Medien, damit wir euch neuen Content bringen können. Und denkt dran, auf die Glocke zu klicken, damit wir euch informieren, wenn denn neuer Content kommt. Hallo und herzlich willkommen auf Würfelzeit, euer Kanal für Pen & Paper Rollenspiel hier auf YouTube. Ihr, die ihr meinen Kanal verfolgt, wisst, dass ich auf einfache, schnell zu erlernende Systeme stehe. Systeme, die man später, wenn man sie erlernt hat, nach seinen Vorstellungen anpassen kann, verändern kann, mit Hausregeln versehen kann, alles Mögliche. Und es gibt ein System, das ich gleichzeitig als Schatztruhe für Hausregel verwendet habe über die letzten Monate und das ich über die letzten Monate bei einigen Testspielen und einigen Abenteuern wirklich zu lieben gelernt habe. Und das ist Index Card RPG oder ICRPG von Runehammer, Hanker & Furnail. Und da möchte ich euch gleich im ersten Atemzug oder im selben Atemzug seinen YouTube-Kanal empfehlen. Runehammer hier, irgendwo da oder so wird das erscheinen. Ein großartiger Kanal für Rollenspielideen, Rollenspielphilosophien, damit ihr eure Spielleiterphilosophie bereichern könnt und da neue Ideen klauen könnt. Super. Aber nun zu Index Card RPG. Index Card RPG ist im Grunde seines Herzens ein D&D-System. Es hat, glaube ich, angefangen als Hausregelvariante seiner fünften Editions D&D-Kampagne und hat sich dann zu einem eigenen System emanzipiert später. Mit einigen ganz interessanten Tweaks. Zur Charaktererstellung. Wenn ihr einen ICRPG-Charakter erstellt, überlegt ihr euch vorher ein Charakterkonzept, das heißt eine Story, und baut dann von da ausgehend das System des Charakters auf. Ihr würfelt tatsächlich nicht eure Attribute aus, wie ihr es vielleicht in D&D 5. Edition gewohnt seid, dass ihr 3W6 würfelt oder 4W6 wirft den niedrigsten weg und habt dann euren Attributswert und dadurch dann euren Attributsbonus. Nein, ICRPG schmeißt die Attributswerte direkt weg und arbeitet nur noch mit den Boni und Mali. Das hat ein paar Vorteile. Erstens, ihr habt nicht mehr diesen Spieler, der zu euch an den Tisch kommt und dann überraschenderweise diese unglaublich coolen Werte erwürfelt hat zu Hause. Ja, du musst mir glauben, ich habe dreimal eine 18 hintereinander gewürfelt. Cool, was? Nee. Das würfelst du jetzt nochmal aus, und zwar unter Aufsicht. Bei ICRPG hat euer Spieler 6 Punkte zu verteilen, und zwar auf die Gruppen Attribute, die Rüstung und das sogenannte Effort-System. Und was das Effort-System ist, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Als nächstes wählt ihr euer Volk und eure Klasse aus. Ja, ihr habt auch in ICRPG Klassen, ganz ähnlich wie in Dungeons & Dragons 5. Edition. Das modifiziert auch nochmal eure Werte, eure Boni und Mali nach oben, nach unten, je nachdem, was ihr dann wählt. Eure Starterklassen bringen auch noch einen klassenspezifischen Loot mit, der auch nochmal das Spielgefühl eurer Klasse nochmal untermauern soll. Wenn ihr das gemacht habt, wählt ihr noch euren Starter-Loot aus und könnt dann eigentlich direkt ins Abenteuer loslegen. Ich habe ungefähr 20 Minuten gebraucht, um einen ICRPG-Charakter zu erstellen mit kompletter Backstory, Motivation. Es war großartig. Super. Charaktererstellung in 20 Minuten ist für mich super, vor allem wenn man mit neuen Spielern spielt, denen man eigentlich schnell klar machen möchte, wie sie einen Charakter stellen, was da wichtig ist, und die dann eigentlich direkt ins Abenteuer einsteigen wollen. Super Sache. Das Würfelsystem funktioniert eigentlich genauso wie bei D&D 5. Edition und bei so ziemlich allen W20-Systemen. Ihr würfelt einen W20, addiert euren Boni oder Mali, die ihr habt, und versucht über einen gewissen Schwellenwert rüberzukommen. Und hier das Coole. ICRPG ermutigt den Spielleiter, die Schwellenwerte im Vorfeld festzulegen. Wie funktioniert das? Ihr habt zum Beispiel ein Dorf, das die Helden betreten, und ihr legt fest, dass für alles in dem Dorf der Schwellenwert 12 verwendet wird. Das heißt, für alles, was ihr in diesem Dorf verwenden wollt, nutzt ihr den Schwellenwert 12. Ihr wollt mit dem Wirt um einen guten Preis verhandeln, Schwellenwert 12. Ihr wollt nachts in ein Haus einbrechen, Schwellenwert 12. Ihr wollt eine Kiste aufbrechen, Schwellenwert 12. Die häufigste Kritik, die ich gehört habe, und die muss ich oberflächlich unterschreiben, die ist, das nimmt so ein bisschen die, man könnte argumentieren, das nimmt die Tiefe weg. Das heißt, wie soll man denn darstellen, dass es eine schwere Kiste in einem leicht einzubrechenden Haus gibt?
Das gebe ich zu, das gibt auch der Autor zu, aber es macht einfach die Vorbereitung für ein Abenteuer leichter. Und dadurch, dass die Spieler direkt wissen, der Schwellenwert ist 12, wissen sie immer, gegen was sie würfeln müssen. Ich finde, das gibt eine Klarheit während dem Spiel und man kann sich mehr tatsächlich auf das Rollenspiel konzentrieren. Ein weiteres unglaublich gutes Alleinstellungsmerkmal ist das sogenannte Effort-System. Ich wusste nicht, wie ich das auf Deutsch übersetzen soll, aber Effort ist einfach perfekt. Was bedeutet das Effort-System? Wann immer ihr etwas in Angriff nehmt und ihr euren Wurf, euren Attributswurf abgeschlossen habt, kann es sein, dass ihr auf Effort würfeln müsst. Das funktioniert wie folgt. Wenn ihr etwas Körperliches macht, nutzt ihr ein W4. Benutzt ihr eure Waffe, versucht zum Beispiel Schaden zu verursachen, benutzt ihr einen W6. Benutzt ihr etwas Magisches, versucht ihr jemanden zu heilen oder jemanden mit Magie zu verletzen, benutzt ihr einen W8. Solltet ihr einen Crit würfeln, das heißt, bei eurem Check würfelt ihr eine 20, dann nehmt ihr zu eurem normalen Effort, zum Beispiel zu dem körperlichen W4, nehmt ihr noch ein 12 hinzu und addiert das Ganze zusammen. Wie spielt sich das Ganze, wie funktioniert das mechanisch? Alles in der Welt funktioniert im Endeffekt mit Trefferpunkten. In ICRPG sind das die sogenannten Herzen. Das heißt zum Beispiel, um das zu verdeutlichen, euer Charakter startet mit einem Herz. Ein Herz sind immer 10 Trefferpunkte oder 10 Punkte, die ihr abarbeiten müsst, die abgearbeitet werden müssen mit dem Effort-System. 2 Herzen sind 20, es gibt also keine 15 Trefferpunkte oder sowas. Wenn ihr zum Beispiel eine Kiste öffnet und wollt diese Kiste knacken und das ist eine Kiste, die die Schwierigkeit oder den Schwellenwert ein Herz hat, dann würfelt ihr, wir bleiben in diesem Dorf, ihr würfelt mit einem W20 auf eure Geschicklichkeit, kommt über 12 rüber und dann müsst ihr einen W4 würfeln und so viel, wie ihr gewürfelt habt, das zieht ihr von diesen 10 Punkten ab, die die Kiste wert ist. Ihr müsst quasi diese 10 Trefferpunkte abarbeiten, um die Kiste schlussendlich aufzuschließen. Das sagt ICRPG, sollte man nur bei schwierigen oder in wirklich schwierigen Kisten verwenden oder Herangehensweisen, die eine gewisse Gefahr des Versagens beinhalten. Ihr könnt das auch so machen, dass ihr im Endeffekt, ihr habt 2 Würfe, ihr macht den ersten Effort Wurf, dann habt ihr es halb geschafft und den zweiten, dann ist die Aufgabe ganz vollendet. Das ist das Ganze, um das nochmal zu komprimieren. Warum funktioniert dieses Effort-System in ICRPG so unglaublich gut? Weil ICRPG, mein Gott, das ist ein Mouthful, wenn man das ein paar Mal hintereinander sagt, weil ICRPG alles in Runden einteilt. Das gesamte Spiel, nicht nur die Kämpfe, sondern auch die sozialen Interaktionen, die Rollenspielsegmente, alles. Und da unterscheidet es in Kampfrunden, also in Momenten, in Stunden und in Tagen. Das heißt, nicht, dass eure Spieler nur Rollenspiel können, wenn sie gerade dran sind. Nein, ICRPG sagt ganz deutlich, die Leute sollen untereinander Rollenspiel betreiben, so viel sie wollen. Aber eine Aktion, die einen Würfelwurf erfordert, die kann man nur in seiner Runde abschließen. Und das in Kombination mit dem Effort-System erschafft oft ganz brenzlige Situationen, wenn etwas ganz knapp wird. Ich hatte schon ein paar Mal jetzt in ein paar Abenteuerrunden, dass etwas wirklich nur ganz am Schluss passiert ist und die Spieler haben es gerade geschafft, aus einem Raum zu entkommen, der mit Lava geflutet wurde oder sowas. Ganz oft in anderen Rollenspielen habe ich das Gefühl, es hängt von meinem Gutdüngen ab, ob ich die Situation dramatisch erscheinen lassen will. Und die Spieler haben auch das Gefühl, dass ich quasi der Richter darüber bin, ob es jetzt knapp wird. Aber dieses Rundensystem bewirkt auch, dass es mechanisch knapp wird und das unterstützt die Dramatik unglaublich gut. ICRPG kommt von Haus aus mit 2 Settings daher. Das ist zum einen das Alfheim-Setting. Das ist im Endeffekt euer klassisches Rollenspiel-Setting, im Endeffekt genauso wie D&D. Und dem Warp-Shell-Setting. Dieses Warp-Shell-Setting ist hauptsächlich dafür gedacht, wirklich One-Shots zu spielen, weil man da im Endeffekt von System zu System, von Abenteuer zu Abenteuer springt, weil man da mit Raumschiffen durch den Weltraum fliegt, die halbbewusst sind, die eigentlich organische Lebensformen sind und die immer ein Gefühl dafür haben, wo Not am Mann ist, wo die Helden jetzt am nötigsten gebraucht werden. Das finde ich eigentlich auch ein ziemlich cooles Konzept. Außer dem Grundregelbuch gibt es noch 2 andere Bücher für ICRPG. Das ist zum einen Worlds. In Worlds werden die Welten von Alfheim und Warp Shell noch mal ein bisschen genauer beschrieben und es wird auch ein drittes Setting hinzugebracht, das ist Ghost Mountain, das ist ein Supernatural Wild West Setting, was ich saugeil finde. Also Wild West gibt es sowieso meiner Meinung nach zu wenig und auch noch Supernatural, das heißt mit Vampiren, Werwölfen, Geistern, dem Teufel, der am Schluss eines jeden Abenteuers mit einem pokern will.
super. Und vor allem bietet es auch die Möglichkeit, gibt es gute Tipps, wie man ein Sandkastenabenteuer, eine Sandkastenkampagne aufbaut, wie man One-Shots nochmal darauf auslegt, dass sie aufeinander aufbauen, einfach grundsätzlich ganz gute Ideen für Kampagnenvorbereitung. Für Spielleiter ist das hier ein großartiges Buch. Als nächstes Magic. Magic beschreibt einfach die Magie von ICRPG genauer. Und das ist das Großartige. Hier vielleicht nochmal ein kleiner Exkurs zu Magie in Rollenspielsystemen. Ich habe das Problem, dass ich viele Rollenspielsysteme leite und oft, wenn Magie ins Spiel kommt, dann muss ich mich auf den Spieler verlassen, dass er die Regelmechaniken zu den Zaubersprüchen oder die Zaubersprüche an sich gut auswendig gelernt hat oder sich gut damit auskennt. Ich habe nicht die Zeit und nicht die Energie, die auswendig zu lernen. Und wenn ich einen Spieler habe, der das entweder nicht weiß oder cheatet, dann habe ich ein kleines Problem. Hier hat ICRPG mir wirklich, wirklich weitergeholfen, weil eine Zeile pro Zauber. Ihr habt den Zauber und die Wirkung dahinter. Das ist schnell gelernt, das ist schnell nachgeschlagen und vor allem entsteht da eine Klarheit im Endeffekt, was der Zauber kann und was nicht. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, das beraubt mich meiner Möglichkeiten. Also ich hatte letztens ein Abenteuer, wo der Spieler nur einen Zauberspruch zur Verfügung hatte und er hat ihn auf so mannigfaltige Art und Weise eingesetzt, so kreativ, dass er bis dato noch nie gemacht hat, diese Spielweise. Das war ein Traum. ICRPG bietet genug Regeln, um sich daran entlang zu hangeln, aber so wenig Regeln, dass man sich frei spielen kann. Ich weiß nicht, ob das klar ist, aber das ist die beste Art und Weise, wie ich das erklären kann. Das war's hier von Würfelzeit. Wenn ihr Interesse zu ICRPG habt, dann werde ich das da unten im Doobly-Doo verlinken, wo ihr das finden könnt. Ich weiß nicht, ob es das auf Amazon gibt. Ich habe meins auf DriveThruRPG bestellt und das ist dann aus den USA gekommen. Das hat ein bisschen gedauert. Porto und so ist da ziemlich hoch. Ich werde mal gucken, ob es da vielleicht noch eine andere Möglichkeit gibt. Vielleicht findet ihr eine andere Möglichkeit. Ich finde, ICRPG ist eine großartige Investition gewesen, ein großartiges System, nicht nur um es selber zu spielen, sondern um es auch als Schatzkiste für Ideen und Hausregeln zu gebrauchen. Missbrauchen will ich nicht sagen, weil wenn man ein System benutzen kann für Hausregeln, dann ist es gut, dann hat es gute Ideen. Und ich finde, das ist auf jeden Fall ein Blick wert. Das war es, wie gesagt, von Würfelzeit. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, nehmt ein Abo mit. Ja, genau. Lasst ein Like da, nehmt ein Abo mit, empfehlt uns weiter, empfehlt uns auf jeden Fall weiter auf den sozialen Medien. Wir haben gemerkt, das hilft uns unglaublich und vor allem in den sozialen Medien kriegen wir immer wieder konstruktive Kritik, um uns zu verbessern, um den Kanal für euch zu verbessern, besseren Content zu liefern. Und jetzt verquatsche ich mich schon wieder und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Spielt gut, ich wünsche euch immer Krits. Bis zum nächsten Mal, Würfelzeit out!